Herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa und in diesem Fall auch mit Angelo. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die euch durch meine Anfängerbücher begleiten und wenn es ums Ölmalen geht, eben auch Angelo. Und Angelo ist dem Lehrer nachempfunden, von dem ich vor mittlerweile 30 Jahren alles gelernt habe, was ich über Ölmalerei weiß. Lichtstimmungen, so wie auf diesem Bild hier, beruhen auf zwei Prinzipien, und zwar auf sehr starken Hell-Dunkel-Kontrasten und auf sehr starken Warm-Kalt-Kontrasten. Und wie ihr das am besten umsetzen könnt, das zeige ich euch heute an einem relativ einfachen Beispiel. Da kann man sich auch hinwagen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ich werde das Bild à la prima malen und falls ihr nicht wisst, was das heißt, also falls ihr noch nicht so weit fortgeschritten seid, dann bitte schaut euch unbedingt die Anfängervideos zum Thema Ölmalen auf meinem Kanal an. Da findet ihr alle Informationen, die ich jetzt im Bild auch verwende. Von der Ausrüstung her braucht ihr auf jeden Fall verschiedene Borstenpinsel. Und meine persönlichen Lieblingspinsel, das sind immer die Katzenzungenpinsel, weil man mit ihnen sehr breitflächig und halt auch schmal malen kann. Und ihr braucht zum Verwischen der Farbe entweder so einen Fächerpinsel, der ist am besten geeignet, weil da vorne die Borsten ziemlich dünn aneinander stehen. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr auch so einen ganz billigen Schulmalpinsel probieren oder einen weichen Synthetikpinsel. Also das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, ob ihr die richtigen Pinsel habt. Dann braucht ihr von den Farben her Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumgelb-Zitron, Krapplack, Lichter Ocker, gebrannte Umbra, Preußischblau und Ultramarinblau. Was auch wichtig ist, das ist ein saugender Malgrund. Es gibt fertige Malpappen zum Kaufen, die sind an der Oberfläche wahnsinnig glatt. Und das, was ich jetzt heute mit euch mache, dieses Verwischen, da braucht ihr aber eine Oberfläche, wo die Farbe nicht drüber schmiert, sondern wo die so ein bisschen in den Malgrund eindringt, damit eben das Verwischen leichter geht. Und wenn ihr eben so eine Malplatte habt, dann könnt ihr Folgendes machen, ihr könnt die ein bisschen anschleifen, so mit Schmirgelpapier, und dann könnt ihr die einfach mit Acrylfarbe nochmal, könnt ihr mit weißer Farbe drüber gehen. Dann ist es auch in Ordnung. Zum Verdünnen, weil ich eben à la prima mal, nehme ich nur Leinöl, das heißt, ich spare mir auch die giftigen Dämpfe von Terpentin und ich habe auch so das Problem mit dem Entsorgen nicht. Wenn ihr mit Leinöl arbeitet, bitte denkt aber dran, Leinöl könnte sich entzünden, das heißt, ihr müsst hinterher die Maltücher in einem geschlossenen Behälter so lange aufbewahren, bis ihr die in den Restmüll geben könnt. Oder aber ihr lasst die Tücher ausgebreitet trocknen und gebt es dann in den Restmüll. Das Foto, das ich so als Vorlage nehme, das habe ich bei mir in der Nähe in Eckertsfeld aufgenommen. Und es ist einfach ein Stück Wald, wo eben so hinter dem Wald die Sonne hell vorscheint. Auf dem Foto sieht man das nicht so gut. Das werde ich jetzt auch bei der Komposition verbreitern, weil ich ja eben diese starke Hell-Dunkel-Wirkung habe. Und ich töne den Malgrund nicht ab. Das ist für Leute, die jetzt noch nicht so geübt sind, ist das immer ein bisschen schwierig. Und deswegen gehe ich heute eben auf den weißen Malgrund. Von der Komposition her ist das Bild auch nicht wahnsinnig schwer. Denkt bitte dran, dass ihr die Komposition, dass ihr das ein bisschen wenigstens so mit dem goldenen Schnitt euch zurechtlegt. Das heißt, meine Hauptlinie mit dem ganz hellen Licht, die ist ungefähr so auf einem guten Drittel, ne, und oben den Himmel habe ich ungefähr zwei Drittel, ist ein bisschen mehr. Dann habe ich den Wald, der so auf der linken Seite ist. Das ist auch von der Komposition her, soll ja wieder ein gutes Drittel von der Fläche einnehmen und auf der anderen Seite eben dann die größere Hälfte. Und das reicht auch, wenn man sich das wirklich nur so andeutet.
weil das, wie gesagt, von der Komposition her jetzt echt nicht wahnsinnig schwierig ist. Vielleicht die Wolken noch so ein bisschen, dass man eben so diese Wolkenfront hat, dass man weiß, wo die ist. Und das war es eigentlich schon mit der Vorzeichnung. Und was ich jetzt bei diesen Lichtstimmungen immer mache, das ist, dass ich mir zuallererst meine ganz hellen Stellen male und dann später darauf achte, dass ich da möglichst nicht mehr mit irgendeiner Farbe reinkomme. Weil die Gefahr gerade beim Ölmalen immer ist, dass man, wenn man dann hinterher das aufträgt, ne, dass man dann irgendwo in die dunkle Farbe kommt und dann hat man den Schmutz drin und dann muss man wieder warten, bis trocken ist und dann ist es ewig lästig. Und deswegen, wie gesagt, mache ich jetzt einfach die ganz hellen Stellen als erstes. Für den Himmel brauche ich jetzt ganz viel Weiß und ganz, ganz wenig Gelb, weil da muss die Farbe natürlich nicht nur hell sein, sondern sie muss eben auch warm sein. Und ein warmes Weiß, das kennt ihr vielleicht von Leuchtmitteln, wenn ihr die kauft, da gibt es die auch in Kaltweiß und in Warmweiß. Da ist immer ein bisschen Gelb mit drin und ganz, ganz, ganz wenig Rot. Und da müsst ihr mit dem Krabblack, müsst ihr echt aufpassen, ich heb's mal hoch, dass ihr wirklich nur Spuren davon verwendet, weil das wahnsinnig schnell färbt. Seht ihr das? So, und dann mache ich jetzt als allererstes mal eben meinen großen Lichtbereich mit diesem warmen Weiß. Und weil eben der Malgrund so schön saugfähig ist, nimmt er jetzt das Öl, das ich zum Verdünnen verwende, ziemlich schnell auf und dann kann ich an der Oberfläche, wo dann das härtere, wo dann die härtere Farbe stehen bleibt, kann ich das leichter ineinander wischen. Zum Horizont hin wird es ein bisschen heller, dann nehmen wir einfach mehr Weiß dazu. Und da ist immer auf dem Pinsel genügend von dem warmen Weiß drin, dass das immer auch nur so einen ganz leichten Hauch bekommt. So, in den Wolken haben wir auch ein paar so ein bisschen helle Stellen. Da müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt ans Foto halten, das ist halt bloß so ungefähr. Da hinten zum Waldrand hin könnt ihr das Ganze mit einem reinen Weiß machen, weil da wird das Ganze viel, viel kühler, ne, weil da die Wolken ja schon über dem Licht drüber sind. Und das vermischen wir dann sowieso mit der Wolkenfarbe. Gut, und als nächstes machen wir jetzt noch diesen ganz, ganz hellen Streifen hier. Den seht ihr auf dem Foto nur ganz dünn, ich mache den ein bisschen breiter, damit halt die Lichtwirkung da viel dramatischer wird. Und da nehme ich jetzt zu dem Cadmiumgelb, nehme ich auch Zitronengelb dazu und ganz wenig von dem Preußischblau, dass das so ein kühles Gelb ergibt. Und ich gebe das jetzt mal vorne auch in den Vordergrund von der Wiese, weil ich da vermutlich, auch wenn man das jetzt auf dem Foto nicht so sieht, ich werde da vermutlich auch noch so ein bisschen Lichtreflexe machen, dass man halt so das Gefühl hat, dass das Licht so auf die Wiese da drauf scheint. Das ist einfach von der Komposition her, ist das Ganze interessanter. Und ihr seht schon, das ist der Vorteil jetzt von dem hellen Untergrund, dass wenn ich jetzt mit einem sauberen Gelb da drauf gehe, dass das Weiß von unten durchschimmert und das Ganze von ganz allein so diese starke Lichtwirkung kriegt. Ich gebe da aber später schon noch ein bisschen Farbe mit rein. Jetzt, im Moment geht es jetzt mal nur darum, die Hauptflächen anzudeuten. Und das da, wie gesagt, nach Möglichkeit nicht mehr zu verschmutzen. So, für den nächsten Schritt nehme ich jetzt den größeren Pinsel, weil ich jetzt das mache, das, wenn ihr vielleicht englische Videos anschaut, habt ihr das schon öfter gesehen, das ist dieses Block-In. Das heißt, ich lege jetzt erstmal die ganz großen Farbflächen an, so ungefähr mit der Farbe, die sie haben soll, und dann erst gestalte ich das Ganze ausführlich. Und ich fange hinten mit dieser Baumreihe an
Und falls ihr schon mal Landschaftsvideos angeschaut habt, wisst ihr das sicherlich. Nach hinten werden Farben blasser und blauer. Das heißt, ich werde jetzt da viel mit dem Preußischblau arbeiten, weil das ein kühles Blau ist. Und ein bisschen mit der gebrannten Umbra. Und dann aber auch noch ein bisschen Gelb dazu. Und gegebenenfalls kann man auch schon lichter Ocker mit reinnehmen. Muss man schauen. Ja, bevor ich jetzt das alles mache, da lasse ich dann den Zeitraffer drüber laufen. Nur eine Bemerkung, ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst versuchen, dass ihr in allen euren Landschaftsteilen möglichst immer alle Farben, die ihr auf der Palette habt, zumindest in Spuren mit drinnen zu haben. Also jetzt nicht hergehen und sagen, ich mische jetzt das da hinten nur mit dem Preußischblau und nur mit dem Umbra, sondern ihr müsst immer auch kleine Spuren jetzt vom lichten Ocker, vom Grablack, von den ganzen Farben da mit drin haben. Weil nur dadurch erreicht ihr, dass die Farbpigmente überall auftauchen im Bild und das ergibt insgesamt dann einen harmonischen Gesamteindruck. Das wird dann auch beim Himmel wichtig sein, dass eben auch die Farben von unten sich da oben spiegeln. Man muss es nicht übertreiben, es sollen einfach nur kleine Pigmentspuren überall mit drin sein. Und ihr werdet merken, dass das einen riesen Unterschied macht, weil eben der größte Fehler ist, dass man fertige Farben nimmt, irgendwas anpinselt, fertige Farbe nimmt, das anpinselt und dann schaut das ganze Bild einfach immer disharmonisch aus. Und jetzt mache ich das Ganze im Zeitraffer, da brauche ich dann nicht mehr so viel erklären. Für die linke Baumgruppe nehme ich jetzt schon mehr Gelb mit dazu, damit das Ganze von der Farbe her ein bisschen wärmer wird und auch ein bisschen gesättigter wird. Aber trotzdem soll das immer noch insgesamt ein kühler Farbeindruck sein. Das heißt, ihr verwendet da auch immer noch sehr viel Blau. Damit da später diese Lichtwirkung sich entfalten kann, ist es auch wichtig, dass man da am Rand von dem Wald sehr dunkel wird und das da hinten werde ich dann im nächsten Schritt auch noch aufhellen, ne, dass eben da dieser starke Hell-Dunkel-Kontrast an dieser Stoßstelle am stärksten ist. Da am Waldrand entlang ist es auch wichtig, dass hier jetzt die Wiese so am Rand entlang, dass die da ziemlich hell wird. Da mischen wir jetzt ein bisschen mehr Weiß mit rein und machen das Ganze aber auch sehr kühl. Und je näher wir jetzt dann da vorne herkommen, ne, zu unserem Standpunkt, desto wärmer muss die Farbe auch im Schatten werden. Ne, die ist nicht bloß dunkel und kalt, sondern die wird eben jetzt nach vorne auch ein bisschen wärmer. Und das erreichen wir, indem wir halt Grablack dann mit reingeben und auch das lichte Ocker oder auch ein bisschen Braun, eben diese wärmeren Farben. Man kann auch das Ultramarin verwenden, also das ist jetzt Geschmackssache, da gibt es jetzt nicht unbedingt richtig oder falsch. Das Hauptziel im Moment ist, dass ich jetzt mal möglichst alle weißen Stellen bedecke. Und dann im nächsten Schritt mache ich dann noch die Feinheiten. Wenn ich jetzt den Himmel anlege, dann muss ich entweder einen neuen Pinsel nehmen, ne, damit jetzt nicht die ganze Farbe, die im Pinsel ist, da in das Weiß mit reingeht, weil das bringt man hinterher nie wieder hell. Entweder den Pinsel halt gut auswaschen oder aber einen anderen Pinsel nehmen, einen sauberen Pinsel nehmen. Ich wasche ihn jetzt aus und ich hole da jetzt mal meinen Pinselreiniger ins Bild. Das ist ganz einfach Terpentin, ne, und da habe ich unten, habe ich euch im Anfängerkurs schon mal gezeigt, so einen löcherlichen Deckel drin, da kann ich den Pinsel gut auswaschen. Ein paar Farbspuren dürfen natürlich drin bleiben im Pinsel, weil die Wolken ja, die sind ja auch sehr dunkel und da kann ich eben diese ganzen Farbspuren, die ich da unten schon verwendet habe, die kann ich ganz gut brauchen.
So, und ich mische mir jetzt schon mal diese dunkle Wolkenfarbe. Da mische ich ein bisschen was von dem Grün, das ich da unten verwendet habe, mit rein. Aber dann nehme ich überwiegend Ultramarinblau dazu und gebrannte Umbra. Und Spuren von Krabblack. Und nachdem ich ja eben, wie gesagt, da sowieso schon die Pigmente mit drin habe, das müsste eigentlich reichen, um das Ganze zu harmonisieren. Und dann mache ich es eben wieder unten. Ich lege jetzt wieder so als erstes mal die groben Flächen an und versuche die eben auch schon ein bisschen wenigstens mit Farbe zu gestalten. Ja, und wenn dieser grobe Farbauftrag erfolgt ist, dann nehme ich jetzt eben diesen Fächerpinsel und versuche jetzt diese Wolken, dass die so fluffig ausschauen, dass ich das alles so ein bisschen ineinander wische. Und da ist halt der am besten, weil der so flach ist, weil er nicht so viel Farbe aufnehmen kann. Und ich muss natürlich jetzt auch, wenn ich das mache, muss ich immer wieder am Küchentuch diese Farbe abstreifen, damit ich jetzt nicht mit der dunklen Farbe dann mir meine schöne Haltefläche verderbe. Da so am Rand entlang, ne, da soll das so ganz verschwommen ineinander übergehen. Und das erreiche ich eben, indem ich das so sanft ineinander wische. Ja, und wenn jetzt das ganze Bild komplett so angelegt ist, dann kann man jetzt natürlich noch an die Einzelheiten gehen. Und da nehme ich jetzt auch feinere Pinsel dazu. Also zum Beispiel da hinten, damit man so das Gefühl hat, dass da hinten irgendwelche Tannenbäume sind oder Fichten oder was weiß ich und Blätter, mache ich das Ganze jetzt noch ein bisschen ausführlicher und gestalte es halt von der Farbrichtung her. Ich werde nicht mehr ganz viel Farbe auftragen, sondern halt die vorhandene Farbe gestalten. Und das funktioniert halt, weil das Öl jetzt schon in die Leinwand eingedrungen ist und die Farbe an der Oberfläche zäher geworden ist. Und ich deute halt jetzt da einfach so, ja, so an, als wären da eben solche Fichten, ne, da wo die Äste so nach unten weghängen. Das muss nicht ausführlich sein, ne? Ihr müsst jetzt nicht versuchen, da tatsächlich Bäume zu malen, sondern ihr sollt nur so diese Eindrücke wiedergeben. So, und da zum Rand hin, da muss die Farbe jetzt so richtig verschwimmen, ne? Weil ja da das Licht so ganz gleißend drüber geht und da hinten so ein bisschen ein Dampf aufsteigt von dem Regen, der vielleicht vorher gefallen ist. Und da machen wir eben das Ganze jetzt so ganz verschwommen, dass man das Gefühl hat, dass da vielleicht noch ein bisschen Wasserdampf in der Luft ist. Und dann können wir da hinten auch vielleicht noch ein bisschen so, ja, so Laubbäume andeuten. Und das habe ich vorhin schon gesagt, da an dem Absatz muss das Ganze besonders hell sein. Da hinten kann dann auf den Wipfeln, kann dann vielleicht auch schon die Sonne drauf scheinen. Kann man an ein paar Stellen das Ganze auch heller machen. Also da dürft ihr ruhig eure Fantasie einsetzen. Das muss nicht so sein, wie es auf dem Foto ist. Ja, und ich hoffe, das seht ihr, dass man da jetzt halt auf der Leinwand selber wunderbar mischen kann. Dass das nicht mehr so arg verschmiert. Und dass wir eben jetzt gar nicht mehr so viel extra Farbe auftragen, sondern dass wir mit dem, was schon drauf ist, dass wir mit dem arbeiten. Und mit dem kleineren Pinsel setzen wir eben jetzt so Strukturen drauf,
Nur das könnte jetzt irgendwelche Erhebungen sein oder ja, Gräser oder so Mulden. Und das muss man aber nicht an allen Stellen machen, sondern immer bloß an ein paar Stellen, damit es eben nicht zu kleinteilig und zu pingelig jetzt dann wird. Das lichte Ocker ist eine schöne Farbe für den Schatten. Ne? Das ist gedämpfter als das Gelb, aber man sieht natürlich auch im Schatten helle und dunkle Stellen von der Wiese. Und da ist das lichte Ocker immer ganz schön zum Aufhellen. Und ihr dürft natürlich da auch, wenn ihr impressionistisch malt, dürft ihr auch da jetzt ganz viel mit Blau arbeiten oder mit irgendwelchen Farben, die euch gefallen. Da seid ihr jetzt nicht so gebunden, wie wenn ihr das Ganze sehr realistisch malen wollt. Ja, in dem Stil mache ich das jetzt wieder weiter. Ich gestalte jetzt auch da herüben diese Buschgruppen noch ein bisschen ausführlicher. Beziehungsweise diese Bäume, weil da glaube ich sind keine Fichten dabei, das sind halt überwiegend sind das Buchen oder Feldahorn oder halt andere Laubbäume. Und da werde ich jetzt an ein paar Stellen einfach noch so hellere Sachen, so hellere Blätter drauf machen. Das könnt ihr, wenn euch das gefällt, könnt ihr das auch mit so einem Schrägpinsel machen, da kann man Blätter immer schön deutlich machen. Ich persönlich mag es nicht so gern, ich habe mir so diesen fleckigen Malstil angewöhnt, aber da seid ihr natürlich völlig frei. Das Einzige, was wichtig ist, dass immer der Hell-Dunkel-Kontrast betont wird. Das heißt, dass hier oben diesen Wipfel, dass er den von diesen Buschgruppen jetzt, dass er den dunkel macht, im Vergleich zum helleren Himmel. Und damit das da auch ein bisschen deutlicher wird, setzen wir da unten, so am Rand entlang, setzen wir jetzt nochmal ganz große Dunkelheiten und betonen nochmal das Hellere von der Wiese an der Stelle. Gut, und wie ihr das Ganze jetzt fertigstellt, ne, ob ihr jetzt Folgendes macht, dass ihr mit einem großen Pinsel das Ganze nochmal weicher gestaltet, dass das eben viel mehr noch impressionistisch wird. Das ist so meine persönliche Auffassung. Oder ob ihr tatsächlich hergeht und das Ganze noch detailreicher gestaltet, das bleibt euch völlig selber überlassen. Wichtig ist einfach, dass so vom Farbauftrag her dieser starke Hell-Dunkel-Kontrast da ist. Und dass eben da weiter vorne die Farben ein bisschen wärmer werden, auch im Schatten, und dass sie nach hinten kühler werden. Ja, ich lasse das Bild jetzt in dem Stadium stehen. Wenn das trocken ist, kann man natürlich immer noch an ein paar Stellen Kleinigkeiten drüber malen. Man kann da vielleicht diese Stämme oder diese Äste vielleicht noch ein bisschen deutlicher machen. Aber ich denke mal, vom grundsätzlichen Farbaufbau her habt ihr genügend gesehen, dass ihr ungefähr wisst, wie man sowas anlegen kann. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Bis bald!